Ja, als erstes wollte ich Sie bitten, auch wenn gestern der Film, der mir sehr unter die Haut gegangen ist, die Kommunistenkinder hieß. Können Sie sich mal vorstellen? Mein Name ist Matti Sohof, Entschuldigung. Auch wenn der Film gestern Wir Kommunistenkinder hieß, dass wir da nicht davon ausgehen, dass dies hier eine Versammlung von Kommunistenkindern ist. Auch nicht eine Versammlung nur von Kommunisten oder ehemaligen Kommunisten. Ich habe mit mehreren Teilnehmern gesprochen, die nie in ihrem Leben in der kommunistischen Partei waren, die aber trotzdem Anteil nehmen an der Verfolgung von Sozialisten, Kommunisten, von Linken unter Stalin und was das für heute bedeutet, die sich im Memorial engagieren, die aufarbeiten wollen, die nicht nur das Erinnern an die von den Faschisten Ermordeten, sondern auch an das Erinnern von Stalin Ermordeten. Ein menschliches, ein humanistisches Interesse haben und ich finde das gut und eine Bereicherung. Auch wenn die Kommunisten für sie das ein ganz beherrschendes Thema ist, aber dass sie die Diskussion weiterlässt. Zweitens, diese drei oder vier Referate sind mir so in die Haut gegangen, ich habe mir gedacht, eigentlich braucht es erstmal nur 10 Minuten Stille. Weil da so unglaublich viel Grausamkeit und Dinge, die das Gefühlsvermögen übersteigen eigentlich, das Fassungsvermögen, geschildert werden. Und ich will auch nicht, wie ein Wissenschaftler in der wissenschaftlichen Konferenz eins nach dem anderen nur durch meinen Kopf gehen lassen, sondern ich möchte auch meinen Bauch und mein Herz spüren. Und deswegen möchte ich einfach vorschlagen, dass wir auch eine Diskussion achtsam miteinander umgehen, versuchen, jede Wertung zu vermeiden, weil jeder hat eine andere Wirklichkeit erlebt und jeder hat für sich genommen Recht. Zum Nächsten, was die Frage des verordneten Verschweigens betrifft. Also ich glaube, ich habe den Eindruck, es wäre schön, wenn hier ein sozialistischer Psychotherapeut, ich nenne mir jetzt einfach mal diese Koppelung, weil man ja bei Linken oft Angst hat, dass Psychotherapeuten bürgerliche sein, aber es gibt genügend Menschen auch mit dem historischen Hintergrund, die professionell das begleiten und uns ein bisschen was über Verdrängung erzählen. Es ist doch keine Schande, dass Stalin Opfer verdrängt haben. Es gibt so unglaublich viele Fälle, wo eine Tochter, die von ihrem Vater vergewaltigt wurde, ihr Leben lang es verdrängt. Das ist die notwendige Form des Selbstschutzes. Wer im Krieg vergewaltigt wurde, wer ein Kind aus der Vergewaltigung auf die Welt gebracht hat, das ist ein notwendiger Schritt zum Schutz der eigenen Integrität. Das heißt aber nicht, dass wir uns diese Verdrängung zu eigen machen. Wir haben die Chance, ohne dass unser eigener Charakter so verletzt worden ist, nicht nur die Chance, sondern ich glaube auch die Pflicht, die Augen aufzumachen. Jetzt möchte ich von meinem eigenen verordneten Schweigen sprechen. Ich habe gestern gesagt, ich komme aus der Bundesrepublik. Ich war von 1972 bis 1984 Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei, also der SED West sozusagen. Ich kann nicht behaupten, ich durfte diese Bücher gar nicht lesen. In jeder Buchhandlung gab es den Archipel Gulag, gab es den Jean Allanstein. Gestern hat mir jemand empfohlen, den doch zu lesen. Ich sage, ich weiß seit 35 Jahren, dass es Trotzki. Trotzki, wen auch immer. Ich habe sie nicht gekauft. Ich habe Angst gehabt, dass diese ständigen Beschimpfungen, geh doch nach drüben, wir waren in Sibirien, mich abbringt von dem, warum ich Kommunist geworden bin. Gegen Faschismus, gegen Imperialismus. Ich habe Angst gehabt, dass ich es nicht aushalte. Und ich habe heute noch manchmal Angst, ob ich das alles aushalte, wenn ich diese Bücher heute noch lese. Aber ich sehe ein, dass es nie wieder eine Chance gibt für eine Gerechtigkeit, wenn wir die Archive nicht alle öffnen und das, was geöffnet wurde, auch nicht wieder vertuschen. Also das ist natürlich eine selbstverordnete Einschweigung. Und als Letztes, ich will so wenig emotional wie möglich sagen, aber es fällt mir ganz schwer zuzuhören, dass hier gestritten wird darüber, ob dieses verordnete Verschweigen nur ein mündliches oder ein schriftliches war. Jeder, der mal für 2 Jahre in der kommunistischen Partei war, weiß, dass es ungeschriebene Regeln gab und wenn ich die nicht eingehalten habe, bin ich entweder rausgeflogen oder ich hatte Angst rauszufliegen, meine Familie, meine Heimat zu verlieren. Und es ist längst aktenkundig, zumindest von 2 Hedwig Remmele hat in einem Interview mit Ernst Schumann, dass sie ihn nur gab unter dem Versprechen, dass er es erst veröffentlicht, wenn ihr und ihren Töchtern kein Nachteil entschieden habt. Er hat es 1922 veröffentlicht. Geschrieben, sie musste einen Revier unterschreiben. Und Crescentia mühsam genauso. Das sind 2, die mir gerade auf die Schnelle einfallen. Aber es ist doch wirklich nicht der Mühe wert, den Unterschied herauszuarbeiten. Bei diesen 2 ist es bewiesen. Entscheidend ist es, dass es nicht nur die eigene Traumatisierung ist,
sondern dass es eine politische Kultur, eine Organisationsauffassung war, die uns alle unselbstständig gemacht hat. Und diese Selbstständigkeit müssen wir uns in der Schlagzeile zurückbringen. So, meine Damen und Herren, es gibt